Leute, Konzi fehlt, Berlin 13 sad. Abonniert alle, damit ihr uns mitteilen könnt, wie sehr Berlin 13 Atze fehlen, Berlin 13 sad ist. Wir sehen Dortimus 112 gegen Baumwolle 19. Und ist es das erste Match noch? Ist es das zweite? Wie steht's? Da steht Fragezeichen, Fragezeichen. Ne, da steht Freeplay. Wir sind im falschen Dings, im falschen Overlay. Also da steht halt noch Freeplay unter der Player-Cam. Hast du es nicht aktualisiert vielleicht? Wer hat das erste gewonnen, Julian? Sag mal ganz schnell, während du einstellst. Ich glaube, der Baum. Okay, alles klar. Jetzt sieht's aber ganz... Baumwolle spielt schon seit geraumer Zeit nur Fox tatsächlich, ja. Nee. Ja, ja. Nicht ganz. Nee, ich spiele da manchmal Samus. Das ist eine verdammte Frechheit. Okay, aber... sieht ganz gut aus für Dortimus gerade in diesem zweiten Match, wo wir Alex jetzt. Ja. Alex hat auch der kann so schnell sein, also so Tech-Skill. So Execution-Sachen kriegt er halt so einzeln hin, aber irgendwie fällt ihm das immer noch relativ schwer, eins und eins zusammenzuzählen sozusagen. Er ist noch relativ langsam in dem Aneinanderreihen seiner Execution. Und das, das tut ein bisschen weh zu sehen, weil er mit Samus doch noch eine ganze Ecke stabiler war. Aber was willst du machen, ne? Oh mein Gott, Kevin im Chat. Hallo. Oh, Alex, richtig, richtig arschig, aber kriegt das Edge gar nicht. Oh, kriegt es. Wow. Okay, letzter Stock. Für Dortimus vielleicht der letzte Stock im Winner's Bracket. Wenn er jetzt nicht das Match noch für sich entscheidet, dann geht es hier ganz schnell wieder bergab. Jesse hat vorhin noch angegeben, dass er beide besiegen würde. Und der Gewinner von denen muss... Ah, der Gewinner muss gegen Rivka, okay. Das wäre eine gute Origin, wenn Tough C von hohes C kommt. Das ist einfach toughes C. Ja. Es ist im Prinzip nur Eiweiß mit Orange. Okay, es ist 2-0 für Baumwolle 8 und er kommt weiter, muss gegen Rivka. Jetzt, wer hat Ofis hat 2-0 gewonnen? Wurde mir gerade gesagt. Ofis. 2-0. Du bist eine verdammte Maschine, Ofis. Machen wir uns nichts vor. Ofis sitzt hier, Bob Target sitzt da und ist bereit. Okay. Ich muss gegen Soyboy oder Jesse. Oh, da wurde vorhin schon getrashed, Tor. Du musst erstmal losen. War 2-0. Oh, Dorty muss 32. So geht's nicht weiter. Du musst gegen Loser of C. Ne, Loser of F. Und das wird sein. Auf Target oder Office. Oh, da steht hier eine relativ knackige Aufgabe bevor. Okay, wir sehen jetzt Office gegen Buff Target on Stream. Das ist auch. Ja, das ist 4. und 5. Das ist die knappste Begegnung in dieser Runde auf jeden Fall. Oh, und jetzt wird mir hier die Produktionsarbeit abgenommen. Ofis. Oh, es ist schon da auch. Ist das irre? Ist das irre? Das ist gut von Liver geklaut.
Oh, Both Target. Und da haben wir sie. Und das, ja, wer hat welchen Port? Das hier die Ports, ne? Sick, Alter, ey, es ist so verrückt. Wer hat welchen Port, weißt du das? Hovis Port 4? Okay. Und Both Target hat welchen? Alles klar, dann stimmt das hier soweit. Ist das hier aktualisieren? Nee, das ist. Oh ja, der große Grüne eben. Okay, stell du das mal um, genau, sei du mal mein Liver. Ich bin dann weiterhin ich. Machen wir das so. Okay, Ovis gegen Both Target. Ovis hat vorhin gesagt, er hofft, dass er im Ranking jetzt endlich nicht mehr als Pummeluft-Spieler eingetragen wird. Vollkommen zu Recht, weil er hat wohl diese Saison kaum oder gar nicht Pummeluft gespielt, hat er gesagt, sondern Young Link und Sheik. Also das Triforce auf jeden Fall mehr oder weniger sein Freund. Er ist nicht mehr so ein großer Pokémon-Fan, wie er eigentlich war. Und es geht aber komplett zur Sache mit Young Link. Hat er schon einigen Mal Probleme bereiten können, also mir inklusive. Ich glaube, er hat mir auch schon mal mit Young Link so ein richtig campiges Match einfach abgeluchst. Das Matchup hier aber schon ein bisschen schwierig. Also ja, der campige Aspekt ist gegen Marv immer eigentlich ganz gut, weil Marv sich relativ schwer tut, vor allem gegen diese Vielzahl von verschiedenen Projektilen. Also es gibt halt zwei, die sehr, sehr gut sind, nämlich die Bombe und der Bumerang. Und so einen Feuerpfeil kann man auch mal schießen, wenn man gut Distanz hat und der Marv halt irgendwie dummi ist. Oh, 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 oh. Und das ist das Edgeguard, aber es reicht nicht. Es ist noch nicht genug. Oh, der Feuerpfeil! Oh, da wäre eine Downsmash so gut gewesen, aber er löst die Situation trotzdem. Okay, alles klar. Ja, ja, der Bumerang war auch noch unterwegs, ja. Aber ja, Ovis ist jetzt hier auf der Top-Plattform, da wo er sich wohlfühlt als Young Link eben. Also das ist ja dieser Charakter leider ein bisschen dazu verkommen, oder also ich weiß nicht, ob verkommen, aber ich glaube, der war schon immer so. Er profitiert halt sehr von seinen Projektilen und seiner Schnelligkeit und auch den guten Sprüngen. So, der ist ziemlich, ziemlich flink und hat sehr gute Sprünge und hat mega die Projektile. Ah, da hätte er sich einfach ranhängen müssen. Aber traut sich irgendwie diesen Ramen Noodles Edge Hog nicht zu. Also nach 160 Jahren kann man das auch langsam mal verlangen, dass er das geübt hat, aber... Naja, Uwe ist jedenfalls relativ unbeeindruckt von dem Zurückkommen von Both Target auf die Stage. Rennt weiterhin weg mit seinen Projektilen. Wie gesagt, weiseste Entscheidung, die er treffen kann in dem Fall. Aber Both Target, ja, weiß ich nicht, er scheint ihn halt immer so ein bisschen, also wenn er ihn erwischt, dann punisht er ihn halt härter, als so ein Bumerang-Treffer wehtun kann. Und das ist wahrscheinlich Uwes großes Problem, weswegen er hinten liegt. Er ist zwar wacker, oh, nice, der Pfeil! Er ist zwar wacker vorne mit dabei, also er ist wacker dabei, immer wieder aufzuholen, aber man muss halt immer wieder aufholen, ne? Man kann nicht, also er kann nie von vorne spielen, er kann nie sein Wegrennenspiel richtig spielen, weil er weiß, irgendwann muss er das Opening bekommen und so bekommt er es und dann, ja, overcommittet er mit der Downsmash und frisst die, was war das, Forward Smash, glaube ich. Ja, hier sehen wir, Both Target braucht halt zwei Hit-Kombos und er outpunished Ovis einfach, das ist halt so ärgerlich, weil Marv's Moves eben auch sehr viel stärker sind als, als Young Links Projektile, weil es ja, ist ja auch fair, ne? Er schießt aus der Ferne, das sollte schon schwächer sein. Okay, und ja, die Up-Air, 69, aber... Oh, ah, das war ein sehr, sehr merkwürdiger Bumerang, ich weiß nicht, ob Ovis das so wollte. Aber ja, also selbst wenn er hier... Das könnte es sein. Ah, Ovis hängt sich nicht ran. Ah, nice, aber schöner Fastball hier von Both Target, dass er der Downsmash gerade nochmal so entgangen ist. Das hätte echt das Ende sein können für den Stock. So eine Downsmash von Young Link ist dann doch auf einmal plötzlich sehr viel stärker, als man antizipiert hat. Und, Boomerang Down Air nicht ganz genug. Riesenstage, ja. Ist natürlich auf der einen Seite cool wegen der, ist auf der einen Seite cool, weil er besser wegrennen kann, weil die Top-Plattform auch relativ hoch ist. Ich glaube, die zweithöchste im Spiel. Aber, Sam, fick dich. Es gibt halt kein Bier heute, keiner hat Bier geholt. Jetzt sind wir so sophisticated. Ich glaube, wir haben alles ausgetrunken. Du kannst ja mal im Keller gucken, aber ich glaube, wir haben alles ausgetrunken. Wenn wir noch Bier haben, ich würde mir eins nehmen, sage ich mal. Berlin 13 Atze. Oh yo, was geht ab? Ömer ist da. Ey Ömer, was ist denn eigentlich los, Kollege? Wir sind hier jeden Donnerstag und du hast es immer noch nicht geschafft, vorbeizugucken. Was ist eigentlich los bei dir, Junge? Komm mal rein ins Weekly, Atze. Und das war das erste Match und es geht selbstredend an Both Target, wie das Seeding vermuten lässt. Ovis hat sich gut geschlagen, aber er hat halt über die ganze Dauer, wurde er immer wieder outpunished. Das ist halt das Ding so, ne? Also ja klar, okay. Ich habe ein Bier bekommen, was mich sehr, sehr glücklich stimmt. Ich würde auch das andere nehmen, um das jetzt zu öffnen, sehr spontan zu öffnen. Und Ovis geht zurück auf die Stage, auf der Both Target nicht so schnell stirbt, wie er das vielleicht gern hätte. Oh,
Und da sind wir wieder mit Schulli. Ja, can't speak, Bro, bisschen zu busy. Dicker, einmal die Woche vielleicht in... Das ist jetzt die 66. Woche, die wir hier sind. Einmal in 66 Wochen hättest du es vielleicht schaffen können. Oh mein Gott, der Bombjump. Oh, first. Jesus Maria. Oh, wow, die Recovery ganz knapp noch die F-Smash getroffen. Als disjointed, nicht übel. Also das lasse ich inzwischen nicht mehr durchgehen, Ömer. Wir vermissen dich, wir brauchen dich. Du kannst nicht immer nur zu Hause sitzen, World of Warcraft spielen, Digga. Ganz ehrlich, was soll die Scheiße? Oh, 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 Microsoft Office. Was ist denn los hier? Ich schwöre, ich komm, Bruder. Ja, Walla, komm vorbei. Was ist los? Oh, wow. Marv's AP hat gerade einfach durch den, durch die Bombe durchgeschleicht. Die Bomben von Young Link übrigens auch bekannt als die jungen Freunde. Weil Six uns, der größte Link-Main to ever do it, uns beigebracht hat, dass die Bomben die Freunde sind, kamen wir irgendwann darauf, dass die Young Link-Bomben entsprechend die jungen Freunde sein müssen. Und junge Freunde offenbar etwas zu schwach für Marv's AP. Schade. Oh, okay, okay, du reist nach Amerika, um WoW zu spielen. Ich dachte, der ganze Appeal von diesem Spiel ist, dass man es online spielen kann. Du musst nicht nach Amerika reisen, Ömer, verstehst du das? Du brauchst nur Internet. Bei dem Spiel ist es halt etwas anderes. Wohl wahr. Okay. Ich glaube, ich halte hier auch gerade das Bracket auf. Will eigentlich jemand kommentieren, bis, solange ich spiele? Oder soll ich das Set vielleicht noch fertig machen? Gegen wen muss ich überhaupt? Gegen Jesse? Also hat Jesse Soyboy besiegt. Stark. ASMR is very own. Schaff sie. Sag das dem TO bitte immer dazu, dann schreibt er das auch in Bracket. Jungle gegen Soyboy. Und ich muss halt gegen Jesse. Baumwolle gegen Dr. Mario. Achso, Loser ist es. Bandwobble. So, okay, will jemand weitermachen? Bitte? Kommt on-stream, RFGA gegen Tafsi. Live und in, nicht ganz in HD, ne? 84.
Drive und in 480p. Auf Tage? Ja, Opus gegen Optimus. Der Young, der Ull, back in action. Wir werden euch dieses Spektakel Rivka gegen Tafsi, es wird gezerft, werden wir euch bringen, live in eure Wohnzimmer. Winner Semi. Heute ist ein relativ kleines Weekly. Ich muss mal probieren, das hier zu updaten, Alter, ey, ich schwöre, man braucht so einen Deliver. Man kann das nicht kommentieren und gleichzeitig machen, das ist unmöglich. Rivka, was ist hier los? Hallo, was ist denn hier los? Diese, dieses Overlay hier macht mich irre. Obwohl ich an diesem Computer sitze, ich habe keine Ahnung, was in dem Match gerade passiert. Okay, es sieht ausgeglichen aus. Außerdem ist euch ein Clip, sehr nice Ansage. Ich glaube, da erwartet jemanden nice zu clippen heute.
So, und wir haben Dings aller Ski. Wow, man kann sich die Farbe sogar aussuchen. Ja, okay. Nicer Flex dort, muss 22. Das ist der grüne Mann, selbstverständlich. Der grüne Mann ist ein Baller. Und ich weiß leider nicht, wie der Score ist. Ich werde es aber mal vorsichtshalber updaten. Für euch, für uns. Update. Oh, und da, oh, das ist der Kill. Okay, alles klar. Im letzten Stock bin ich endlich da. Endlich wach. Okay, da haben wir es. Und es steht sogar alles da. Mega gut. Also Zerf gegen Zerf. Aber ich weiß nicht, was BS heißt. Berlin Smash vielleicht. Vielleicht ist das sein neuer Sponsor. Wir. Stimmt, er kriegt ja auch das Geld von den Subscriptions. Also ja, wir sind der Sponsor. Also subscribe zu Berlin Smash, Ausrufezeichen Clip und Berlin 13 Atze und Berlin 13 Sad stehen euch ganz zur Verfügung. Einfach nur geil. Ich kann hier nichts eintragen. Dortimus spielt gerade, glaube ich. Sag's ihm danach. Oh, da geht dieses Match an Julian. Wie steht's? Das war das erste. Steht 1-0 für Rapsi. Alka-Papsi. So, Tapsi ist aber Port 4. Und Rivka ist Port. Ah, oh, okay. Update. So, und jetzt. Ah, ey, ist das geil. Ist das geil. Ich schwöre, dieser Stream ist ein Knaller. Der ist, glaube ich, von Tapsi. Also, ich glaube, den haben Tapsi und Dortimus von Liver geklaut. Ich glaube, das ist die Lore hinter dem. Okay, also ja, okay. Oh Mann, jetzt scheiß Tapsi, jetzt muss ich hier noch die Farbe ändern. Was ist denn los? Der weiß wirklich genau, wie er einem hier richtig Bein stellt, der Arsch. So, Update. Da haben wir's. Ja, und das zweite Match sieht schon sehr viel besser aus für Rivka, der hier einfach diese Stage wie sein Eigentum behandelt. Es benutzt, wie ihm das passt. Durch die Plattform durchfällt, als wäre es sein Zuhause. Also, das machen wir zu Hause, wir fahren durch die Plattform durch. Habe ich recht, Jesse? Ja, ja, das machen wir immer so. Weil wir können das auch so machen, dass das so wie so ein. Da sind wir sowieso Stadionansager. Oh, und deswegen fand ich, dass das ein gutes Match ist bisher. Sieht brutal aus, sieht gerade brutal aus, ne? Was geht hier ab? Ich hoffe. Was ist denn hier überhaupt passiert im Losers bis jetzt? 2-0 für Bandwurbel 8. Okay, du hast dich gegen Dr. Mario durchgesetzt. Das, das ist nicht zu fassen. Dann ist er einfach Arzt. Dachte ich auch. Hast du gewonnen? Wow, Juggle. Ja, nee, du spielst gegen Bambobble 8. Bambumbam 8. So. Hast du das auch schon eingetragen? Uns beide. Ja, habe ich. Du spielst gegen Kirby. Jetzt verschwinde, spiel gegen Kirby jetzt. Oh, ja, und da, geht ein weiterer Stock an die Heilsarmee. Da ist heute jemand in Geberlaune. Ich glaube, der grüne Marv hat ihm einfach gut getan. Jetzt hat er ihn einfach so im Stich gelassen. Ich finde das nicht cool. Aber man muss auch sagen, Benno hat sich auch hier ganz schön wieder zurück ins Match reingefunden. Oder in das Set als solches. Also im ersten Match sah es alles so ein bisschen sehr. Also diese Scrambles, die hatte Julian einfach in der Hand dann sozusagen. Die hat er einfach mitgenommen. Und jetzt, oh, jetzt wo weniger gescrambled wird und mehr so. Ich sag mal so, bilderbuchmäßig gespielt wird, scheint Benno einfach die Oberhand zu haben. Ah, schade für Julian, aber so sehen wir vielleicht noch ein Game 3. Ist aber ein Best of 5 sogar. Ey, guck mal, also ist ein Best of 5 sogar. Das wird ja nur geil. Und das ist es, 1-1. Und dominant hier an der Stelle, wirklich einfach dominant von den Kollegen. Nee, nicht 2, was ist denn jetzt los? Boah, dieser Updater hier, der macht was er will. So, jetzt, 1-1. Also mit dem macht, was er will, meine ich. Ich habe wahrscheinlich zu lange oder zu oft drauf gedrückt, weil ihr wollt diesen Laptop nicht sehen. Und ich weiß nicht, ob ich Yoshi so cool, also so klug finde für Tapsi. Oh, aber okay, Yoshi ist eine gute Idee, einfach weil Berlin 13 Atze im Hintergrund als Trötis Schild fungiert. Guckt ihn euch an, im Hintergrund, da ist Konstis Gesicht. Prankt als Verlängerung von Trödis Rüssel. Also ja, einfach eine gute Idee. Aber ich finde, dass das eher eine chic Stage ist in dem Matchup, würde ich sagen, vor allem wegen der Mobility. Also sie kann halt aus diesem knackig wenig Raum, den Marv sonst so genießt gegen andere, noch sehr viel machen, weil sie auch brutal gigantische Hitboxen hat. Und eben auch schnellere als Marv sie hat. Oh, schade, er hätte ein bisschen zu spät reagiert, sonst hätte er den Tipper bekommen.
Ja, dann reagiert er nicht auf die Tag-Rolle, sondern probiert sie zu readen. Falsch, leider Gottes. Kann er auf die Plattform? Ja, kann auf die Plattform flüchten. Dieser neue Downthrow macht uns allen zu schaffen, außer Benno, der genießt ihn sichtlich. Und du dann letzte Woche, der uns alle abgewichst hat auf einmal. Ja, ich habe jetzt hier 2 Jahre nicht gespielt und jetzt komme ich mal vorbei. Oh, NTSC, alles klar, danke. Ja, Abtilt reicht, hat er ihn vom Boden abgekratzt und nach oben rausgeschossen, den Kollegen. So muss das sein. Tommy 2.0, he is indeed a dope chic. He's one of our most promising newcomers, been playing for like 2 or 3 years, and he's amazing. He's very textbooky, learned a lot from when Plup was getting bigger and bigger, and it shows. He's quite quick, sometimes faster than Usleon, which is impossible almost, but kind of manages to do that sometimes. He has really quick nairs out of shield, for example. Ooh, sweet! I love that he almost always, when he short hops, except for nair of shield, but when he short hops in like neutral situations, he almost always opts and gets the backflip, which... Ooh, goddammit, that was so close! Poor Tough C doesn't get a blocky break here. Ever since game one, seems like Rivka just got this in his bag. The short hop backflip obviously makes your hurt box smaller, or makes it go up higher, I would like to say. I think that's a good way to put it. So your hurt box is higher. Yeah, his movement is crisp, that's true. Oof. Yeah, that's what Tough C is struggling with most, I feel like, because his movement is not as crisp, and he's not as ambiguous as Rivka is. Rivka is so ambiguous that basically Tough C is throwing out approaches, or like openings, trying to get openings in places where Rivka already knows where Tough C is going and can react to it. Like, not knows, but you know, always keeps himself in a range where he can react to it, so that's very difficult for Tough C to overcome. But that should be it. Oh, there we go! All right. Wow, the title of the stream I just saw is Jeden Donnerstag Reloaded 66, The New Era. It's like, God damn it, guys. We miss Consti already. Oh my God, what the hell? All right, that was a super weird tipper there by Tough C. I don't know how that happened, but Rivka was not ready. He just he just sloppily re-jumped off stage and ate this big ass, I guess, reed. Because there's no way you would throw out a tipper against a Sheik that knows how to recover. Which, I guess, granted, Tough C thinks Rivka knows how to. So, I guess, big time reed. Those guys know each other for like since forever. So maybe it was a reed because these guys are friends for forever and. Tough C knows that Rivka sometimes gets, I don't know, like lazy or something? I don't know. Maybe that's that. Tricks dein. Okay. Ofes, wie lief's? 2-1 gewonnen. 2-1, oh, Dodimus. Oh, hallo, Dodimus. Hat sich nicht schlecht geschlagen, sagst du? Ja, jetzt habe ich ja jetzt Pitcher gespielt. Okay. Und Dodimus ist damit raus. Schade. Du kannst ja gegen Solbo und Dr. Mario noch Triple Elimination spielen. Naja, da halt Round Robin halt für den letzten Platz sozusagen. Nicht für die 2 letztschlechtesten, sondern nur für den letzten Platz. Also, nee, die 4 schlechtesten halt sozusagen. Die 4 letzten spielen den letzten nochmal aus. Oh, wird Tough C diesen Stock jetzt noch? Nee. Okay. Musst du mal eben schnell. Du? Ja. Dann musst du gegen Ofis. Dann trollt euch, Kinder. Los geht's. Habt Spaß. Das Top 8 ist Best of 5 jetzt. Ist noch nicht, oder? Ja. Ist das schon live? Ja, klar. Es sind ja nur 12 Leute. Okay. Dieses Match auf Messers Schneide. Wir waren ja gerade noch bei Englisch, weil Tommy 2-0 Englisch geredet hat. Aber solange er nichts sagt, reden wir mal wieder Deutsch. Das Match auf Messers Schneide. Julian kann das noch für sich. Ah, da ist er zu gierig!
Auch bei den Prozenten, das hätte ihn überhaupt nirgendwo hingeführt. Das ist einfach. Oh, ho, 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 Tauf! Okay, Julian, komm schon, hast du noch? Ist der. Aber also eine vergebene Ansage einfach an der Stelle. Hatte er gar nicht mehr. Rivka 3-1. Tafir hat das erste geholt, sah im vierten dann wieder sehr competitive aus, aber irgendwie hat es nicht ganz gereicht. Ich werde jetzt mal gegen Boff Target spielen. Tja, das war knapp. Das letzte. Ich habe einmal die Rolle rein, wo war es für mich und der Fester? Das war richtig dumm. Aber auch, was ich noch sagen, Games 2 und 3 waren schon krass ekelhaft. Ja, auf Yoshi ist, wenn du einmal Downsmash wahrscheinlich hast. Das heißt, ich will gar nicht Yoshi springen an der Stelle. Naja, das Problem ist halt, meine Idee ist halt, er tötet mich auf jeder Stage früher, deswegen gebe ich die, wo ich die beste Chance habe, kompetitiv zu bleiben. Ich habe das Game 2 gemerkt, dass Yoshi ist ziemlich gut dabei spielen, weil er die Matchup hat. Ich fand das, weil wie hart die Runoff-Pairs auf Yoshi sind. Im Gegensatz ich habe jetzt zwar gewonnen, aber ich fand trotzdem, das war ein ziemlich gutes Set so von dir. Gegen wen muss ich denn wahrscheinlich dann entgegen? Gerade. Bitte 7 Newcomer. Ja, wir sehen hier Boff Target gegen Jan Ulrich. Ich weiß nicht, wer auf Smash hier ist. Sortiert nach. Danach ist es sortiert. Ganondorf ganz vorne. Nein, wir lassen so auf Update drücken. Jetzt müsste alles stimmen. Der Käse. Was? Das ist kein Kombo. Oh. Hätte er das bringen können? Ich glaube, er hätte gedownert werden können dafür.
Gott! Das ist nichts einfach. Heute ist mein Handy kaputt gegangen beim Updaten. Jetzt habe ich mein altes Handy rausgeholt, das nicht mal LTE hat. Was heißt beim Update? Beim Updaten ist das Betriebssystem kaputt gegangen und jetzt kommt es nicht mehr. Das ist mir schon mal passiert mit dem der gleichen Handy. Sache. Was hat er nochmal gemacht? Verlierer von Jankovic. Braucht Tyrus noch zurück? Wow. Das ist aber interessant, er hat das Matchup auf jeden Fall gegrindet, oder? Weil er hat auch schon beim letzten Mal da auch ziemlich respektabel gegen das Match. Match! Eins! Honolulu in Shambles. Downer? War so verdient. Ja, das ist halt nur dumm von Dennis. Ja, also nicht umfangen, würde ich ihn noch zurückholen, richtig hart. Er war dreistags runter. Ja, trotz Phantom-Tipper. Ich weiß nicht, das hat Dennis irgendwie komisch gespielt. Das ist nicht so gut. Er hätte ja keinen Kampf können, ne? Also, Peach wäre wahrscheinlich zurückgekommen. Bei dem Prozess. Dennis spielt auch ein bisschen riskant. Naja, er muss halt noch nie wirklich, glaube ich. Er muss halt noch nie gegen, glaube ich. Gegen den guten Marsch spielen, ja, stimmt. Noch nie so gefordert wie gerade eben jetzt. Weil in den letzten beiden Stocks hat Dennis auch sehr offensiv gespielt, er hat keine Turnips geholt. Ich glaube, das wird da vor allem auf Dreamland ändern, wenn er da weiter hinten liegt. Momentan hat er auch keine Turner ziehen lassen, direkt so auf zu Beginn. Ist auf Target direkt für die Dash Attack gegangen, weil er wusste, die Turner zu ziehen. Können wir dann einfach Dreamland und FD bannen. Das wäre legit meine... Das perfekte WD Ruleset wäre ohne FD und ohne Dreamland. Ich meine, wir könnten ja mal dieses Hack, was das meint, mit dem Optionsmenü für die verschiedenen. Ja, aber trotzdem, nein. Es wäre viel sicker, wenn wir einfach Dreamland bannen, weil jeder Float ist einfach so ein 10-Minuten-Match. Und FD, weil es einfach viel zu polarisierende Stage ist. Der Fountain finde ich noch okay. Frozen Fountain. Aber Frozen, sodass die eine Plattform kleiner ist und die eine größer. So aufsteigen. Das wäre ein sticker Edge. Die erste Turnip betroffen, das wäre ziemlich krass gewesen. Kann er da rausgehen? Wahrscheinlich nicht, wenn die Turnip hat. Andersrum, ne? Oh ja. Maybe. Ja,
cool, wenn man auf minus 1 zu 1 kommt. Fleisch. Kicks. Wusstest du übrigens, dass Dr. Mario ist mehr stärker und länger als groß? Ja, der einzige Move. Ja, das ist. Dead Parry, though? You know, I play a lot of Bowser. I know everything about Melee. Was das auf Teil ganz gut macht, ist das Chasen. Ja, der hat einen Down hier oben. Der muss irgendwie diese Sachen zum Hilfe haben, wo er, also Follow-ups und Mix-ups. Naja, aber wenn man so. Wenn man auf Teil jetzt gewinnt, hat er eine gute Position, weil Dreamland vorbei ist und wenn er verliert auch. Ja, wenn er, ich verstehe halt nicht, warum das so knapp ist. Ich nochmal. Ja, der wird mit so. Beide wollen nur noch den Kill. Ja, der Rock kennt das halt dann noch erhoben. Sie passt den Mittel gegen Amala. Oh, das war. Wie viel Prozent ist auf dem Kill? Ich glaube, das war's. Ja. Ja. Hips. Ja, bei jeder Backer rufe ich jetzt Hips. Statt Fleisch. Hips. Das läuft jetzt eigentlich noch turniermäßig. Ich muss da irgendwie mal nur das machen. Wofür ist Yes, Sir? Ja. Nein! Nein! Best of three! Ich bin auch Best of five Spieler. Ihr seid eins vor Best of five. Spielt doch einfach Best of five. Also wenn ihr jetzt schon Best of five angefangen habt, dann spielt Best of five. Aber ihr seid nicht Top 8 gerade. Ja, dann spielt Best of three. Ich würde erstmal das jetzt Sender gucken. Berlin 13 Atze im Chat. Ich finde, wir sollten Yoshis jetzt zu Japan umbenennen. Oh. Was? Zwei Stocks dabei? Ja, ich finde, Yoshi ist keine Playstation vom Marv gegen Mitch. Der hat zu wenig Raum, ist vielleicht zu wenig Zielplatz. Als Sheik ist es gut. Vielleicht auch als Fox, aber also, weißt du, Marv. Aber auch wenig Platz, um Turnip zu ziehen. Ja, aber es ist einfach. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das. Marv's Box ist groß und langsam, aber auf Yoshis brauchst du halt so lange und Precision in Box, halt, oder so Sheik Back, ja. Was hat er da? Side Beer Neutral. Das glaube ich, Side Beer Neutral ist schön durchgeht. Ich hat er Game 1 ziemlich gut gewonnen und Game 2 war mega knapp. Vielleicht hat er auch irgendwie ein bisschen. Ja, das hast du wohl klar. Ist auch noch. Aber der spielt halt so ein bisschen mit den Schuhen. Nein, nein, das ist der erste Mensch. Hat er gerade Appia aus der Schild eingesetzt? Verbot der Technik. Ausrufezeichen Clip im Chat. Schön, man macht eine Single Combo, der andere macht einfach, der Gegner macht sie einfach weiter.
Achso, und dein Set gegen Julian mit Best of Five. Dann wird es nur noch Best of Five. Wo halb? Wie kann es eigentlich New Start sein, wenn Peach ins Finale pullen darf? Wie findest du FD gegen Peach? Vielleicht schwer, um die Turnips umzugehen, weil er hat eine Teil aber schon verloren. Ja, auch das gerade. Ein paar Mal, die ich mal auf Peach gespielt habe. Ich habe das Gefühl, auf Battlefield fühlt sich am natürlichsten an. Ansonsten. Ja, hier Pokémon ist noch ganz toll. Ich finde Fountain auch eigentlich ganz gut, wenn man einfach den Peach und Downsmash reinbasen kann. Sehr oft sehr unkontrolliert den C-Stick nach unten machen, sobald die auf einer Plattform stehen. Ja. Warum nicht nochmal? Habt ihr in Koma eigentlich Verifikation von Programmen gemacht? Ja, also, was meinst du? Wir haben Köpfe bewiesen, teilweise. Ja, dann halt durch Wow. Kalkül und. Was? Und so mit Invarianten von Schleifen. Und ja, genau, das haben wir gemacht, ja. Und die Preconditions auswerten, die rein müssen, damit er gut ist. Musste jetzt für einen Kurs machen, einen Kurs, da ging es um Verifikation von C-Programmen. Das war voll interessant. Ich fand's komisch. Das Lustige ist, wir müssen nur die Invarianten und die Frost- und Preconditions angeben und der Algorithmus, also da gibt es halt so ein Verifikationsprogramm, der sagt ja, ob er daraus Schlussfolgern kann, dass der Algorithmus geht. Du musst nur den Kreativen, nicht den anstrengenden Teil machen. Ja, ich kann halt manchmal, keine Ahnung, bei dir gesagt, dass er halt nicht den hohen Informatik-Hintergrund hat oder auch nicht den mathematischen. Dass es halt irgendwie schwierig war, teilweise halt das zu formulieren, dass man irgendwie aber das sozusagen in Worte fassen muss, was die Schleifen macht, kann man fast nicht. Aber ja. Also, das ist wahrscheinlich gerade irgendwie die Eternal umgekehrt. Ja, wir haben ja auch nicht so schwere Algorithmen gemacht. Wir hatten einmal Deep Sort. Eine Hausaufgabe mussten wir jetzt. Also quasi eine Sequenz, einen Stringfinder, der einen String in einem anderen findet. Nee, C. Das ist richtig schlimm, wie Peach das ausbeutet, dass man. Er war gerade so eine Sekunde über ihm. Wenn das Crouch catch so richtig offensichtlich. Man hört ihn nicht. Trotzdem geht er mit der Fähre rein. Ich weiß, ich hole auch immer mit der Fähre rein. Ich weiß nicht, warum es funktioniert hat, aber er hat sehr viel Performing Sounds. Ich gegen Dennis spiele, dann bleibe ich vieles auf dem Schild stehen. Das ist mein großes Problem. Und dann kriegst du noch Fair und Shield und Down Smash. Ja, genau. Dann ist over. Und es ist halt Bosstage noch gar nicht passiert. Ja. Ernsthafte Chance, das Set zu ziehen. Nice. Du musst halt noch auf Fountain gewinnen. Oder auf Pokémon. Haben wir angefangen? Ja. Genau, Pokémon. Aus irgendeinem Grund ist es zeitmäßig even, ich weiß gar nicht warum. Jetzt weiß ich warum. Hat er schon mehrfach gemacht. Ist auch wie beschissen, dass jemand von Downsmash weggeschleudert wird, beim Marine-Jumpen und dann wirft er einen Turnip und rein. Warum spielt er nicht so risky? Wir haben uns selber ein Match. Jungs. Meine Rufe gehen raus an John Wayne, der in der Vergangenheit lebt.
Fountain hatten wir schon. Fatality. Nee, Fountain hatten wir noch nicht. Das Clip-Tag halt gerade reingenommen oder? Nee, schon die ganze Zeit. Er hat den Tough C steht außerdem für Tough Clip. Jetzt wisst ihr es. Setups überhaupt sind. Ja, weil er macht ein bisschen extrem, du hast das heißt, auch gegen Sheik ist er überhaupt das heißt, schon. Da ist er einmal im Schild stehen geblieben und Dennis wusste nicht, was er machen soll. Also nicht die tiefste Antwort. Berlin 13 Zert im Chat. Turnaround, F-Smash. Turnaround, absolut F-Smash, hört sich langsam. Ist er da genau zwei Stunden? Oh Gott. Das hängt jetzt wirklich daran, ob er den Kill finden kann. Die Abwehr hätte vielleicht gekillt, oder? Mutig von Dennis. Die Situation ist so eklig, ne? Ja. Aber in welchem Game hat es denn nochmal zurückgebracht? Ich glaube, es war. Da bin ich auch immer von der Fair getroffen. Immer. 100%. Dieser Jab, Grab, der funktioniert gegen mich auch immer. Er hat 100%, er hat Setups gekriegt. Das ist aber zu consistent. So. Ja, so also richtig Big Brain. Also diesen Edge Guard war auch sehr lang. Ja, stimmt, Edge Guard. Ich finde ehrlich gesagt, die von Dennis ein bisschen faul. Aber wahrscheinlich hat er keinen Bock, da irgendwie getroffen zu werden und den Dashguard Turnaround. Der Dashback war. Millimeter. Jetzt! Ja. Noch ist okay. Hätte er erstmal spielen. Eigentlich kann das auch relativ gut. Wahrscheinlich. Ich kenne dich. Guck, das steht da einfach. Ja. Ich hatte. Ja. Bist du gegen Opus im Stream oder? Soll ich gegen Dennis im Stream spielen? Sollen wir jetzt mal das Beispiel spielen? Nur wenn du willst. Können wir machen, ja klar. Oh shit, Dennis, so custom. Opus, willst du einen Stream spielen oder nicht? Muss nicht, aber wenn du willst, kannst du. Opus.
Und du musst nicht, wir können auch anders als uns spielen. Dann spielen wir dann auch. Ja. Boah, ich hasse diese Down-Air, ne? Das ist so nervig jetzt. Wir haben mich im ersten Match halt so im letzten Stock mit der Down-Air noch so gecheesert und ich so, ach fuck, stimmt, das können wir jetzt. Ja. Ich glaub. Okay. Geisterhand gerade. Was ist das? Da, ey, das ist so absurd, das macht er die ganze Zeit. Das war der vorhin auch so. Auto-completed. Ah. Genau. Erstes. Ja, ich glaube, du warst in den ersten Games sowieso sehr offensiv. So, riskant offensiv. Ja. Und das hat eben die Games gezogen und Zuversicht gegeben, dass er dann in den restlichen Games ziemlich gut gespielt hat. Ja, auf jeden Fall. Also er hat in dem FD-Game vor allem so. Aber ich glaube auch, dass er irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, vielleicht will er dich unbedingt besiegen, enorm viele Peach-Setups gegrindet hat. Einfach. Ja, voll, auf jeden. Mit der Sicherheit, mit der er diese ganzen Pro-Sachen auf der Lab schon so gemacht hat. Er hatte mich halt einmal fast in so einem Best of Three. Das war halt so Last Hit so. Und ich glaube, seitdem hat er so ein bisschen so einen kleinen Grudge, so, weißt du? Vielleicht hat er wirklich einfach Bock. Ich meine, das ist ja auch gut, mir macht das ja auch mehr Spaß dann. Okay, also Ufis hat seinen Seed gehalten. Ein Satz, den wir diese Season nicht so super oft gesagt haben. Mehr dadurch, dass Opus halt nicht so häufig da war. Und vor allem nicht so häufig Pummeluft gespielt hat, nämlich gar nicht, hat er gesagt. Außer bei. Was meinst du mit Kassel? Oh, wow. Was meinst du, Sam? Das Sterni erster Stock geht an Opus. Achso, war es jetzt, ging es um Sterni? Nee, der Sterni erster Stock. So wie es halt auch die Toyota-Ecke bei Länderspiel gibt. Ah, oh mein Gott, ist das geil, Alter. Das müssen wir machen. Wir müssen so ein Overlay einführen. Wir müssen Julian zwingen, das zu programmieren. Ja. Ich meine, das ist die Zukunft von BD. Das gab es ja mal bei irgendeinem Turnier, GTX oder wo gab es das? Wo sie so Sponsorship für die Stocks hatten? Dieser Edgeguard wurde präsentiert. Das ist so geil, Mann! Geil, das möchte ich. Ich möchte das aber wirklich nur mit Sterni. Also einfach nur mit so super DJ-Sachen, so mit Bier und mit Whisky, so. Ja, dann kommt vielleicht wieder ein Nintendo-Brief, so wie damals der Welt. Ja. Oder mit irgendwelchen Clubs. So diesen Song brachte ihn Bergheim, so, alles klar. Okay. Ja, Sam, ich hab mega probiert, so lustige Sachen zu machen. Und deswegen halt super viel so stumpf Openings probiert zu machen, die halt nicht immer funktioniert haben. Aber. Hat ja noch geklappt. Aber war knapp, Alter. Uiui. Das war ein krasser Edgeguard. Den gezogen, ja. Onstage zu gehen. Genau. Und damit down air gepunished. Finde ich mega. Fast wie der Sheikrap, oder? Also nicht ganz so kräftig. Ja, ist halt ist so ein bisschen wie dieser Standard gegen Sheik Edgeguard. Uah! Oh, der hat keinen Sprung. Na, Ufis hat nicht realisiert. Oh. Dieser Clip brought to you by Schulli. Heute haben wir Schulli nur, heute haben wir keinen Sterni. Coverage.
Nachteil. Ich hab krassen Monster sogar gerade gehabt, aber. Okay. Ich hab's, ja, ich hab's von draußen gesehen. Hat es wieder, wie er gegen Kevin auch schon probiert hat, auf Dings zu gehen, auf Dreamland, weil er Platz hat, aber das kostet ihn halt auch irgendwie manchmal einen Kill, weil Young Link hat halt erstaunlich starke Kill-Moves, aber nicht stark genug für diese Stage, so, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich meine, kann er nicht dann einfach auf Edgeguard so. Ja, aber Edgeguardet er gut? Edgeguardet er gut gerade? Also er hat halt ein gutes Edgeguard, ja. Naja, irgendwas scheint jetzt viel. Oh! What? Oh, das ist eine sehr gewagte Recovery, einfach auf die Stage kommen mit einem Bumerang, Agro-Bumerang. Macht sogar richtig das Stack Damage. Ja. Ja. Zu nah wieder. Ich habe das Gefühl, er weiß manchmal nicht, was seine Distanz ist, wo er eine Bombe ziehen kann zum Beispiel, weißt du? Und wird er, das war gegen Buff Target noch krasser, ehrlich gesagt. Da wurde er ja so voll krass erwischt. Oh, nice. Ah, oh, schade. Ich hätte Down eher gedacht, aber ja. Buff Target war sehr, also auch gegen dich immer versucht, die Turn-Ups zu shutdown. Immer wenn es sinnvoll war, versucht, die Distanz verringern. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ich habe auch im ersten Match gleich gemerkt, ich nehme immer den vierten und den dritten, damit ich durch die Plattform durchfallen kann. Damit ich die Option habe, entweder oben oder unten einen Turn-Up zu ziehen am Anfang, weißt du? Das ist auch ein Neutral-Stand. Das ist Turniering. Ach so, aber wenn du im ersten bist, kannst du trotzdem nicht durch die Plattform fallen. Das ist halt das Ding, du kannst irgendwie im ersten und im zweiten, glaube ich, nicht durch die Plattform fallen am Anfang, aber im dritten und vierten schon. Das ist ganz komisch. Okay. Deswegen nehme ich immer den vierten, gegen Konsti sowieso, weil wegen der Grab-Scheiße halt so, weil er halt einen Frame ja, leichter Down Throw Knee hat so. Aber... Das muss ich nachher gleich mal ausprobieren. Ja, probier's mal. Dann nehme ich auch immer vier. Ja, drei oder vier ist es. Also vier auf jeden Fall, drei glaube ich auch. Ich fand das Dank freundlich. Ich möchte unseren Gästen nichts vorwerfen hier. Hoffentlich kommen sie wieder. Hatten die Bock? Wirkte das auf die Gäste die Bock? Macht's gut, Freunde. Kollege von der Geburt, Schwarzwald. Ja, gemäht den. Gib ihn an. Stimmt. Ja. Mach's gut, Jungs. Komm mal wieder vorbei. Ja. Hoffe, hat Spaß gemacht. Nee, wir machen nur Melee. Immer Donnerstag. Ja, die Leute in Berlin, die Street Fighter spielen, die kennen wir auch aus dem Meltdown, die sind ja schon, also mit denen sind wir ja cool, aber das sind halt vier Leute oder so. Das ist, ich weiß nicht, ob das dann sich lohnt für die. Nee, stell mir das irgendwie, ich weiß ja nicht, damals, als ich zum ersten Mal zum Meltdown gekommen bin, das war durch so zufällig genau das allererste Loop, das war das zweite Loop. Ah. Oder dritte oder so. War eine einstellige Zahl auf jeden Fall. Da hatte ich halt schon so. Näher einfach! Oh mein Gott, Ofis! Ah, Ofis einfach nicht sich getraut. Oh, da wäre der Down-Air geil gewesen! Wenn dieser Counter dieses Match entscheidet, raste ich völlig durch. Das ist kein Jump, oder? Nee, aber. Ah ja, die Plattform ist gefährlich. Oh. Ja, krass, ey. Nee, damals hatte ich halt schon halt so 3 Wochen Netplay gespielt. Ah. Vor allem deswegen schon. Ey, kennst du einen Schild und Wave Dash und so? Ja. Das ist mir total komfortabel und hab gleich keinen Diss an Sam, aber ich hab bei meinem allerersten Bootcamp hab ich gleich Sam. Der Profi. Okay. Ja, aber. Oh, was geschieht? Komm, Pummeluff, No, oh moin. Z drücken, Z. Okay. Oder wir machen das. Z, da kommen sie. Okay, das ist gewagter Counterpick, wenn du mich fragst. Ja. Eine von Marvs besten Stages und eines von Marvs besten Matchups zu counterpicken. Naja, es ist ja immer noch ein Discord Pikachu. Ja, okay, aber es hat halt keinen Spike, der halt die Recovery gut abusen kann. Was halt eines der größten Dinger ist, die Pikachu hat so. Kein Kill nach oben, was gegen Marv auch ganz gut ist.
der Upsmash nicht ziemlich gut? Ich weiß nicht, ob das der irgendwie absurd, was der absurd stark ist. Ich würde sagen, die F-Smash vielleicht, denn die F-Smash wüsste ich jetzt nicht. Die Down-Smash ist auf jeden Fall ein Witz. Das steht fest. Du kannst ja nachgucken. Okay, guck du nach. Ja, ich habe das irgendwo mal gehört, dass das. Peaches Upsmash. Okay, Sam sagt, Peaches Upsmash ist sick. Dann nehme ich alles zurück. Die Upsmash scheint wohl sick zu sein. F-Smash suckt, okay. Und Downsmash ist der letzte Dreck. Downsmash ist so wie Dr. Mario Downtilt ungefähr. Nee, Peach, Upsmash, wie ist ausgegangen? Für wen? Yo, Buff Target. Meinst du, Buff Target ist ein bisschen gut gerade? Top 4, was los? But first we're gonna play on stream. Okay. You can play off stream or you can wait for an hour. Moveset. Oh, da wurde er gedonnert. Okay, keine Frage, aber der zweite Donner, keine gute Idee. Nicht in Range. Okay, Office. Achso, wir haben hier noch gar nicht umgestellt. Wir haben noch gar nicht den Pichu reingetan hier. Upsmash, 16%. Similar to Mario's Upsmash, except the Pichu's head has no attachability frames. Okay. Ding bei Pichu ist halt, Pichu's Nair ist halt so heftig. Du kannst, also das ganze Neutral Game kannst du Full Jump Nairs machen und es reicht. So, normal. Ja, genau. Deswegen verliere ich gegen Pikachu, weil ich nicht verstehe, wie man. Und ich habe ein Set mal gegen Mr. Video richtig dominiert, weil ich einfach. Ich bin rangedasht, springt er rein, ich habe mich aber schon umgedreht, gecrouch-cancelt, weil er landet ja einfach immer hinter. Ja. Du kannst es so leicht crouch-cancelt. Bevor er springt. Ja. Und dann einfach sofort gegriffen. Er hat sich nicht erleben können. Oh, Rufus konnte nicht so schnell mashen, wie er wollte. Julian konnte den Schild adjusten. Und der Kill-Me-Tag auf jeden Fall völlig, völlig richtig hier an der Stelle. Ich bin Fan von frühen 2000er Nu-Metal-Bands. Boah, ich bin komplett raus. Hieß eine Band so. Genau, das klingt nach so. Oh, das klingt nach so Songs. Das klingt nach so, das könnte auf jeden Fall. Generic Nu-Metal-Bands hätten wir geschrieben. Last Resort, es könnte ein Papa Roach-Song sein, ja, einfach, genau. Ja. Weißt du was? Ich glaube, es ist ein Papa Roach-Song. Die Behauptung steht jetzt im Raum. Das muss uns erstmal jemand beweisen. Ah, ein Grab wäre vielleicht gut gewesen. Dieser Downshield bringt nicht so richtig viel. Und das ist es. Okay. Okay. Du musst gegen Bob Target. Ihr könnt spielen oder bauen. Ihr seid das Erste. Ja, klar. Aber ich meine, du könntest die Entscheidung des Spiels. Ja, wir können auch spielen. Thank you.
mein komisches Sponsor-Tech-Ding war falsch. Oh, Wurst jetzt. Also kommt doch an, mal, was du bei normal bei Smash G hast. Das ist schon wieder rumgesponnen. Smash GG mal ohne Scheiß so eine Kackseite. Die war schon mal besser. Was haben sie da gemacht? Modernisiert. Hast du das mal gehört? Ja. Ja. Schon den neuen Twitch-Layout gesehen, oder wie Twitch aussieht. Das sieht richtig scheiße mit uns aus. Seit heute ist es so. Habe ich noch nicht mitbekommen, ne. Yeah.
Björn, wie hast du gegen Rufus gespielt? Kannst du das Fenster nicht größer machen? Sean Wayne mit dem P2 Knowledge. Er hat letztens einmal gewonnen. Im Winners hat er gewonnen, im Losers vor der Spiel. Das war, glaube ich, beim vorletzten BQ. Tough C-Stat. Beim letzten, also beim vorletzten Week. Ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal war. Vielleicht das zweite Mal oder dritte Mal. Bewegend und gruselt. Oh. Können wir bitte einen Aufsitz dafür haben? Ja. Er hat zweimal das Schild gewieselt und zweimal den Grab bekommen. Oh no. Das ist ein Clip-Command-Update. Ich muss hier halt normal klappen. Ja, there are other stages, but... I think RFGA has pretty strong opinions on stages, so that's why he doesn't change that up. Den Kellner.
Into Turner. Das bisschen Prozent zählt jetzt. %69. 82. Ich weiß ja nicht, weil das Kill-Setup sein Grab. Er braucht wahrscheinlich noch so 30%, damit ein Grab finisht. Hey Honolulu, du musst mal Blaze gucken. Ich probiere alles nachzumachen, was der macht. Also wenn du findest, dass ich schnell bin, Dicker, guck dir Basti an, aller Blaze. Der Typ ist so ekelhaft schnell und ich probiere einfach... Ich habe ihn gefragt, was er so für Routinen grindet und so, und er hat mir so gesagt, was für Sachen er macht, und ich grinde das halt auch, weil das halt so geil ist. Das sind halt auch so, also in dem Fall war es jetzt nicht so krass,
weil Sheik dich schon gut lockdown kann, aber Charaktere, die nicht so einen guten Lockdown haben, so auf Distanz auch, sowas wie Marv oder so, oder Fox auch zum Beispiel, hat auch nicht so einen krass guten Lockdown gegen dich, da kannst du halt so krasse Mindgames aus dem Movement machen, das ist halt mega nice, übt das ein bisschen, das ist richtig krass. Was meinst du, wer hier gewinnt? Auf Target scheint ihr heute einen guten Tag zu haben. Oh, OB ist da. Yo, OB! Wie geht's? Top-Commentary. Ich hab's vorhin probiert, da warst du noch nicht da und dann musste ich halt spielen. Und jetzt bin ich halt so, ich bin jetzt halt noch drin. Niemand anders will hier irgendwie kommentieren. Dann muss Dortimus 32 das vormachen. Also Dortimus, zeig OB, was du von ihm hältst. Wie läuft's denn in Hamburg? Ja, OB, wie läuft's überhaupt? Hast du schon Weekly mitgemacht? Hast du gegen Nudelsuppe Yoshi Dittus gespielt, Alter? Also OB, ne? Direkt am Meckern, unfassbar. So kennen wir ihn gar nicht. Hamburg hat dich kaputt gemacht. Thank you.
Schleich. Schleppsch. Schlabbubsch. Aber ich habe noch nicht den Pause-Screen gesehen. Ja, vorhin, als ich mit Benno Handwarmer gemacht habe, habe ich kurz... Den richtig geilen Pause-Screen. Ja, haben wir kurz gezeigt, als wir Handwarmer gemacht haben. Oh, das war sick. Top Target Zone. War das die Schlitz-Zone? Letzter Stock für Top Target. Oh, Julien. Ja, das hat er sich wohl so gedacht, Alter. Ja, Ausrufezeichen Clip. Der Gierige. Hat er den Stevo gemacht? Aber der hat ja zwei bei dem... Was hat er? Der hat ja zwei Tags. Ja, das ist Berlin Smash und Zerf. Okay, 3-0 für Buff Target. Jetzt Rerun aus dem Winner-Semi. Rivka gegen Tafsi. 3-0 für Tafsi, so. RFGA. Benno, es geht ab. Es war ein erwartetes 3-0. Hoho! Und Buff Target ist ja vorbeigekommen. Buff Target, das neue Berlin 13 Set. Ist das jetzt ein S? Es sind Losers Final. Wir brauchen endlich mal den Streaming-PC. Für Nudelsuppe reicht's, jawoll, OB, aller. Ohne Aufwärmen, ohne alles. Noch von Awakening, so. Es gibt einen 0-0-Knopf, was ist denn hier los? Ja. Hallo. Alle deine Fans sind da, Rivka. An alle im Chat, trinkt ein bisschen H2O in flüssiger Form. Hast du auch einen Hydration-Bot? Es gibt einen Stay-Hydrated-Bot. Yes. Der sagt dir dann, nach wie vielen Minuten du wie viel Wasser getrunken haben musst. Man kann es sogar einstellen. Das ist also fast so toll wie diese Bots, die auf Reddit die Suicide-Hotlines posten. Wenn du irgendwas, oh, I wanna kill myself, schreibst du. Da kommt ein Suicide-Hotline-Bot? 15 Hotline-Bots. Wirklich? Oh je, was war hier? Auch geile Shitpost-Bot bei Twitter. Ja, hier, diese Eselsbrücke. Also dieses Wort einfach mit allen Menschen. Jetzt ist es Teamkill, Tafsi gegen. Es ist Zerf Teamkill. Wir haben im Winners Semi das gesehen, das erste Match ging an Tafsi und danach hat Rivka dominiert für zwei Matches. Und im vierten hatte Tafsi auf jeden Fall einige Chancen, den Sack zuzumachen, aber Rivka war einfach irgendwie ein bisschen mehr composed, würde ich sagen. Das Ding bei den beiden ist halt, das hatten wir vorhin schon, ich habe das Gefühl, dass Rivka halt sehr viel besser baitet, sehr viel besser Optionen baitet, die Tafsi dann doch nicht hätte machen sollen, sozusagen. So wie hier gerade, er halt mit diesem ersten Jump die Forward Air gebaitet hatte, dann aber ihn mit der Back Air gepunished hat. Oh! Okay. Dennis, wie hast du gespielt? 3-0. Fand ich auch. Ne, 4-0 wäre hart. 4-0 bei Best of 5 ist schon. Das wäre heftig. Ja. Oh, die Nadel hätten sogar fast. Ah, kein Sprung. Ja, er dachte, er hat einen Sprung vielleicht, weiß ich nicht. Muss man. Aber ja, zwei Stocks hinten und also no signs of slowing down hier von Rivka, Alter. Er ist völlig am Brennen. Er hat gerade noch mit Jojo geübt, damit er auch genau weiß, was er gegen Marv machen muss, weil er wusste, es kommt ein Marv auf ihn zu. Oh, aber. Ach Mann, ey. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Julian nicht genug übt heimlich. Er muss mehr heimlich üben. Ich glaube, dann würde er auch besser in diesem Spiel. Also der übt halt nur, wenn er bei mir ist, glaube ich. Oh Junge. Und du wohnst in Reinickendorf, ne? Ja. Ah, das ist zu weit. Ja. Du musst näher ranziehen, dann kann er mehr üben. Ich sag's dir, wie es ist. Also, ist halt auch so, es sind auch Sachen, die er alleine üben muss, so Execution-Sachen, wo er so voll viele so Execution-Flaps hat. Oh! Und er ist halt manchmal sehr gierig. Oh, das war nice, die nice Weak Reverse Fair. Oh. Er wollte den Shield Drop readen. Count out of Shield. Wie Shine out of Shield. Vielleicht hat er ein bisschen Fox geübt. Oh.
Kommt das in Game 3 dann, wenn der 0-2 hinten liegt und dann so, oh, jetzt kommt der Fox, oh fuck. Oh, jetzt kommt der Pichu. Oh, damn, ja, der Klassiker. Der Microsoft Office Spezial. Ey, Jesse. Du möchtest nur das da drin. Ich bin dir das. Ich bin dir das sehr schuldig. Du bist sehr lieb, Jesse. Oh, danke schön. Wir sind so wholesome. Kommt her. Kommt zu unseren Weeklies. Wir sind zu wholesome. Oh, wow. Okay. Freestock, der letzte war auf jeden Fall sehr. Also, der letzte Kill war sehr wonky. Das hätte nicht sein müssen. Andererseits hätte er den Kill auch schon vorher haben können. Mess-ups auf beiden Seiten. Sie schenken sich nichts. Unshaped Tossie. Oh ja. Okay, und wir gehen zurück auf Battlefield. Battlefield war, glaube ich, auch sein Best Bet so vorhin. Er hat auf Battlefield auf jeden Fall am besten gespielt. Und ich weiß nicht, ob ich damit so übereinstimme. Ich würde aber vielleicht sogar sagen, dass Stadium oder FD eine viel bessere Wahl wären, ja. Vor allem FD, damit er nicht mit dem Cup kommen. Ja, ja, genau. Und ja, Stadium, das gleiche Spektakel halt. Die Plattformen, die er hat, sind halt sehr gut für ihn. Dadurch, dass sie so wenig Platz von der Stage covern, ist es für Rivka, also du gibst halt automatisch Stage auf Stadium, wenn du eine Plattform nimmst, so weißt du? Du gibst halt Control auf, so. Und dann, also ja, Stadium ist schon besser einfach. Aber ey, jeder wie er mag, ne? Battlefield ist eine sehr gute Stage für beide Charaktere, nur ich finde für Sheik einfach besser in dem Matchup. Oh, da hätte er grabben können, sag ich mal. Das ist keine Vorbereitung. Ja, wow, okay. Rivka geht komplett auf Nummer sicher, priorisiert Stage über unsicheren Finisher. Lass gut mal. Bis Jedo. Bis Jedo. Oh, damit verlässt Jesse das Gebäude. Oh, hat er ihn nicht gekriegt. Okay. Da wollte er wieder ein bisschen zu safe sein. Er wollte reagieren. So irgendwie hatte ich das Gefühl. Das ist eine F-Smash, aber es reicht nicht. In Monster Waveland wäre ein Tipper resultiert vielleicht. Ah ja, aber jetzt hat er seinen Rejump und kommt einfach. Okay, er kommt nicht auf die Stage. Noch der Uptilt reicht. Das ist es, okay. Even Stocks, aber er ist halt so einen Downthrow entfernt von ganz in einer ganz beschissenen Lage zu sein. So, er ist halt einen Downthrow von der Hölle entfernt im Prinzip. Aber wird noch nicht gegrabbt. Oh, F-Tilt reicht nicht. Oh, sehr weise von Tafsi. Mal endlich seinen Spot gepickt, mal nicht probiert zu kontern, sondern zu gucken, wo er hin kann danach. Was, oh. Weißt du, um Rivka ein bisschen auszukontern. Sehr nice. Ah, leider Execution verkackt mit dem Rejump. Ich kenne das. Ich habe das voll oft, wenn man eine Up-Air machen will, dass man dann einen Rejump macht. Vielleicht, wenn man den Stick irgendwie nach oben hält noch so, weißt du? Das ist, also wenn man nicht mit C-Stick macht, dann... Und so eine Momente gibt es halt, das ist ganz komisch. Ich habe das auch manchmal, wenn ich fast fallen will. Wenn ich fast fallen will, dann mache ich manchmal einen Second Jump. Das ist ganz scheiße dann. Vielleicht hast du so. Snapback. Snapback, genau. Ja. Das glaube ich auch, dass es das ist. Weil du halt auch, also Vertical Snapback, du kommst nicht so oft in die Situation, dass du einen Controller so einfach einspielen kannst, so über Dauer, so weißt du? Das ist halt. Ja. Oh! Es war wieder nice von Tafsi, so seinen Spot gepickt, aber dann das Dings, das Spacing verkackt. Oh, aber okay, das ist ein Monster-Tipper. Sehr mächtiger Tipper. Die Hitbox-Extension-Plattform. Oh, wow. Okay, ich hätte gedacht, da kommt eine Shield Drop Forward Air. Oh, er probiert durch die Plattform zu poken. Das ist, also unten durch FD durchzupoken, das ist mega nice. Kannst du mit Sheik halt immer machen. Vor allem, wenn der Gegner 4% hat. Ja, also wenn der Gegner 4% hat, die Up-Air zu machen mit Sheik einfach, dann kommst du auf jeden Fall safe auf die Stage. So, das ist mega cool. Noch einer. Oh, DJ Khaled, another one. Oh ja, und der volle Satznadeln getroffen, 17% einfach in sein Gesicht. Okay, ja. Interveniert mit der Back-Air ganz schnell. Schöne Get-Up-Attack. Schön gewartet von Tafsi. Aber er spielt hier gerade wirklich absolut auf Messers Schneide. So. Er approacht immer und immer weiter. Du musst ja bei den Prozenten auch einfach was machen. So. Schade für Tafsi. Da hätte er, also das hätte er haben können. Oh, was ist denn hier los? Okay, verdammt. Ist das Pal? Es ist Pal Marv. Oh, er kommt auf die Plattform. Ah, er taggt nicht. Okay. Das ist halt, was ich immer mache jetzt mit Sheik. Die Eier halt auf die Plattform, sodass man tanken kann. Dann ist das halt ein Mix-Up, so, was er macht. Und dann kann er nicht einfach reagieren. Okay, 2-0 für Rivka. Okay, und da gehen wir FD. Okay, FD, gute Idee. Oh, hallo. Okay.
Und jetzt hat er es natürlich schwer, von der Kante zu kommen. Aber leichter als auf anderen Stages. Keine Nadeln? Okay, okay, lass ihn zurückkommen. Keine Nadeln hier. Nice Forward Air. Schön realisiert, dass er im Full Jump ist. Er lässt sich immer wieder von diesen Tilts abholen. Das ist einfach Spacing-Probleme. Er muss einfach ein bisschen mehr sein Movement grinden. Er muss einfach mehr so die einzelnen Distanzen, die er mit Wave Dash und Dash Dance Optionen hat, halt, die muss er ein bisschen mehr grinden. So. Dann kommt er aus diesen Situationen auch viel leichter raus. Weil er wird halt super oft einfach so im Neutral geopened von was er gar nicht erwartet. So, weißt du? Das ist ein großes Problem, was er hier hat gegen Rivka, was er Monas auch schon hatte. Deswegen er halt komplett dominiert wurde auf Yoshis zum Beispiel. Weil da fängst du halt ganz schnell mal so eine Interception-Tilt so. Oh, die Spot-Dodges, die beiden kennen sich einfach. Oh, schön mit der Fair. Ah, dann wieder gierig. Er ist so gierig, Mann. Ah, muss die Spots besser picken. So. Er denkt immer noch, dass Sachen gehen, die gar nicht gehen. So, weißt du, was ich meine? So, er verlässt sich ein bisschen zu sehr. Ach, schon wieder. Er wollte ja den Forward-Dash haben und hat ihn nicht bekommen, leider. Das ist ein F-Smash, aber das reicht nicht. Er hat noch einen Sprung. Up-Tilt ist zu wenig. Das muss er lernen. Und noch ein Up-Tilt. Also ich meine, gut, er kann ihn jetzt juggeln, aber er hätte ihn halt auch offstage haben können vorher, weißt du? Das, ja, Downthrow, ja. Oh, okay, Tafsi, okay. Und das ist ein Downtilt und das ist ein Forward Air. Das könnte schon den Feierabend bedeuten. Er kommt nochmal. Nee, ja, okay. Er wollte baiten, dass Rivka schon raufkommt. Er dachte, vielleicht reagiert er auf die AP. Aber Rivka muss. Also, Rivka reagiert vielleicht. Readet er die, aber er muss nicht readen. Er kann reagieren in dem Szenario. Deswegen ist es immer besser für Onstage zu opten, so, weil dieses Mindgame kriegst du nur. Oder dieses Mix-Up kriegst du nur, wenn der Gegner halt dumm ist. Also, literally dumm ist einfach. Ja genau, das ist es nämlich, Sam. Er kriegt immer dann ein Opening, wenn du denkst, dass du es punishen kannst. Und das liegt daran, dass das Positioning oder dein Spacing halt nicht gut genug ist. Weil du musst da rumspielen können. So. Wenn du dir diese ganzen Top-Spieler anguckst, auch mit Plup und sowas. So, er kriegt halt nicht so viele Openings gegen Zane mit so Tilts einfach. Und das geht down air und das ist es. Okay. Tough C potenziell auf Tournament-Stock. So. Und ja, Rivka macht es auch fies hier so. Aber okay, Center Stage Positioning von Tafsi, aber gibt er auf. Er gibt es auf, weil er zu sehr Angst hat gerade. Und das ist halt das Ding, wenn du deinem Spacing nicht vertraust, dann hast du eher Angst, wenn du Center Stage schon hast. Das müsste es gewesen sein, aber er kommt dann mal, okay. Und das ist die Forward Air und er hat aber den Sprung noch. Und er kommt wieder rauf, genau. Das ist halt das Ding, er muss dann immer wieder rauf, er muss raufgehen. Jetzt hat er keinen Sprung mehr. Doch, er hat ihn wieder, okay. Okay, er hat ihn wieder, aber das ist es, okay. Dann gehe ich mal spielen. Warum hat Marv bitte kein Spot-Dodge? Das ist der größte Bullshit. Ja. Und dann kannst du noch mehr grabben. So, bleibst du noch bis zum Ende oder? Jetzt müsste jetzt das Geld geben. Nee, ich bleib noch. Wo machst du die Kopfhörer ab? So, was haben die Leute hier gelästert über mich? Ich werde jetzt hochscrollen. Okay. Ihr habt nichts Schlimmes geschrieben, ihr seid nicht gebannt. Ihr habt nochmal Glück. Ich sollte einfach mal Punishes üben gegen Shi. Das Wort gucke ich mir vielleicht irgendwann mal an. Ich habe leider keine Zeit, das Wort anzugucken. Ich liege lieber den ganzen Tag im Bett und gucke am Handy.
Oh shit. Jetzt hast du mich gerade überzeugt. Ich glaube, ich darf einfach gar nicht rumspringen. Ich glaube, rumstehen ist verboten. And no FFD, I think. Maybe Rock the Best is us. Aber nur rückwärts rumspringen ist voll lame. Selbst wenn ich rückwärts rumspringe, trifft mir die Dash Attack, weil ich zu nah dran bin. Naja, ich weiß ja eigentlich, was ich tun muss. Punch muss ich besser. Beziehungsweise, ich hatte ja Games, wo ich das gemacht habe, was ich machen muss. Nur irgendwie höre ich auf, so zu spielen, wie ich spielen soll, wenn ich hinten liege. Wir haben ein sehr even Stevens Match. Ein Cheek-Spieler, der Crouch cancelt. Ich glaube, wir sind wieder da. Ich glaube, der Stream hat gerade geruckelt. Wir haben gerade ungefähr 71 Frames verpasst. Tut mir leid. Okay, ich trage dich schon mal ein. OB eigentlich im Chat? Wer war da? Hier wird mal wieder ein Counter runterkommen. Nice Becker. Gefährliche Situation.
Ich glaube, da hat jemand beim letzten Wiki bei Dusan abgeschaut. Ich glaube, wenn wir eine Statistik hätten, sowas wie beim Fußball, Kilometer gelaufen, hätte RFK jetzt gerade dreimal so viel wie Mr. Young Ulrich. Snipes. Können wir einen Ausrufezeichen Clip, auch wenn es nicht geht, dann müssen wir wohl geklippen. Erinnerung an alle, ich habe letzte Woche beim Weekly gegen einen Peach verloren, der glaube ich nicht mehr Waveslashen konnte. Keine Ahnung wie er heißt. Ich glaube, Berlin hat einfach ein Peach-Problem. Oder Zerf hat ein Peach-Problem. Aber. Er hätte ihn fast gehabt. Nur Qualdexisch. Nein, ich muss ja erstmal auf so eine Internetseite gehen. Ich weiß, was ich mache, Jonas. Ich hab das. Ich bin Ausrufezeichen-Clip, ich weiß. Aber während ich hier versuche, den Clip dort zu fixen, gerade ausgeglichen wurde. Nein. Jonas, ich weiß, was ich mache. Ja, der Clip-Command ruft irgendeine URL auf, die über einen Token arbeitet und der Token muss aktualisiert werden. Das ist nicht so schlimm. Callout? Ja, drin. Gerade nicht. Das tat weh. Guck mal bei mir noch. Bei mir habe ich den Link auf jeden Fall in Ruhe. Warum nie gestartet auf FO? Ne, auf Dreamland, ne? Der Counterpick war FOD. Yeah.
interessant. Trotz des Counterpicks war es immer noch ein sehr knapp. Oh, das ist ein Putz. Wir wissen alle, was das sein sollte. Der eine muss ein Putz sein. Er braucht ein Grab und dann ist er Kill. Er braucht nicht mehr ein Grab. Oh, es ist Even Stevens. Turnups gegen Needles. Turnups sind weg. Ja. Der Down Smash, der gerechte Equalizer. Der Down Smash nimmt den Reichen und gibt den Arm. Er ist Robin Hood. OB, kommst du eigentlich zu. In drei Weeklies musst du vorbeikommen, OB, wir brauchen dich dann. Die rote Sheik ist Fuego, glaube ich. Ich glaube, Bandolo hat nicht verstanden, hier sind wir für RFGA.
Gogeta. Da geht er, der EFG. Thank you.